Hallo meine Lieben und willkommen zum heutigen neuen Video hier auf meinem YouTube-Channel Dani Wayland. Und heute gibt es mal was ganz anderes, nämlich eine Challenge, die irgendwie voll an mir vorbeiging, dass es diese Challenge irgendwie gibt oder gab oder was auch immer. Aber sie passt ganz gut zu meiner aktuellen Situation. Die ist es nämlich wie folgt. Ich habe mir meinen Fuß so ein bisschen verletzt und der tut einfach so ein bisschen weh und ich müsste ihn eigentlich schonen. Und bevor ich kenne mich, heute den ganzen Tag wieder rumrenne und irgendwelche Dinge tue, habe ich mir einfach mal so ein bisschen strikte Bettruhe, ich habe auch keine Couch, deswegen Bettruhe, verordnet. Außerdem habe ich mir überlegt, das habe ich auch letztens in einem Video an meine Kanalmitglieder im Wochenrückblick betont, dass ich mir vorgenommen habe, jeden Tag einfach so ein bisschen mir Zeit für mich zu nehmen, in Form von einem ausgiebigen Schaumbad zum Beispiel oder Buchlesen oder Meditation und so weiter und so fort. Hauptsache mal einfach so Kopf aus und ne? Und am besten auch vielleicht nicht, also ich gucke sehr gerne mal einen Film, ja, versuche aber vor allem Dinge zu nehmen, die ohne so vom Fernseher sitzen oder sowas sind. Zugegeben, ich bin ein bisschen platt, wir sind heute sehr spät erst nach Hause gekommen, ich hatte Freunde hier und es war auch irgendwann einfach 3 Uhr und um 4 waren wir dann zu Hause. Wir haben jetzt eine hier super hart Party gemacht, also es war sehr gediegen eigentlich, aber es wurde einfach spät, aber wir sind auch spät aufgestanden dann. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht um eine 24-Stunden-Lese-Challenge. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe Challenges gesehen, wo die Leute wirklich sich da durchgequält haben mit teilweise Mental Breakdowns, weil sie nicht geschlafen haben in diesen 24 Stunden. Das wird in meinem Fall nicht der Fall sein. Ich werde durchaus ganz normal irgendwann schlafen gehen. Aber ich habe 24 Stunden eben jetzt, um vor allem zu lesen und zu lesen und zu lesen. Und ich wollte eh wieder mehr lesen, also wunderbar. Es ist jetzt 16.33 Uhr. Man kann es eh nicht lesen. Wunderbar, 16.33 Uhr. Ich habe mir hier ein paar Getränke hingestellt. Ich habe hier hinter mir eine Kanne Tee mit einer Tasse. Und ich habe hier jede Menge Bücher. Und da muss ich kurz jetzt was dazu sagen, weil ich werde die nicht alle lesen lassen. Wir haben mega die Schinken dabei, aber ich werde kurz etwas dazu sagen. Wir fangen einfach mal mit dem hier an. Das ist im Endeffekt wie so eine Art Ratgeber. Das habe ich zugeschickt bekommen und da bin ich auch schon ziemlich weit. Da bin ich auf Seite 200 schon von 321. So. Das ist so ein ganz cooler Ratgeber, weil der viel mit Philosophie und Psychologie so ein bisschen jetzt nicht sagt und ich sag dir, wie du dein Leben änderst und es in den Griff bekommst, sowas hasse ich nämlich. Das ist eher so Denkanstöße, einfach auch irgendwie medizinische Gewissheiten, bla 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 bla. Jetzt habe ich gerade irgendwas gedreht, hat sich da was verändert? Oh, ich zoome. Ich wollte nicht zoomen. Und genau, deswegen fand ich das ganz interessant und ich wollte das eh mal fertig lesen. Und ich glaube, damit fange ich einfach an und mache es fertig. Ich mache es fertig. Ich habe 2 angefangene Bücher. Diese 2 dicken Schinken. Dicke Schinken 1 ist ein Buch, das ich einfach wirklich schlecht geschrieben finde, nämlich Die Muse von Wien habe ich geschenkt bekommen. Warum? Wahrscheinlich, weil Wien draufsteht. Und ich war eh schon so ein bisschen kritisch, weil ich finde es immer befremdlich, wenn es Bücher sind, wo man wahre historische Personen irgendwie nimmt und dann einen Roman draus macht. Also auch wenn vielleicht wahre Begebenheiten sind. Aber wie gesagt, ich finde es auch einfach nicht wirklich gut geschrieben. Und ich habe mich in einem langen Zeitraum auf Seite 65 gequält. Und wer weiß, vielleicht schaffe ich es ja weiter, weil ich tue mir sehr schwer damit, Bücher nicht fertig zu lesen. Außerdem habe ich das Buch dann angefangen. Das habe ich auch geschenkt bekommen von meiner Oma. Da hatte ich einfach aber noch nicht wirklich viel Zeit, weshalb ich da erst auf Seite 24 bin. Aber ja, ich habe halt mir gedacht, vielleicht schaffe ich es ja wirklich, eins von diesen beiden Büchern, am besten das, was ich weniger gut finde, fertig zu lesen. Sollte ich darauf keinen Bock haben, weil das sind ja doch, ich kann gerne mal nachschauen. Da steht keine Seitenanzahl. Ach, das ist das Nachwort, okay. Es ist 472 Seiten. Auf welche Seite bin ich, habe ich gesagt? 65. Super. Okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Sollte ich zwischendrin sagen, ich habe auf dieses Buch keinen Bock mehr, habe ich mir hier 3 andere kurze Sachen noch hingelegt, aus denen ich dann spontan wählen könnte. 2 Bücher von Evelyn W.A.U.G.H. Kann mir jemand sagen, wie man es ausspricht? Ich habe keinen Plan. Das sind die beiden hier. Das sind auch so ein bisschen ältere Bücher. Und ein super kurzes Buch, das man gefühlt in einer Stunde wahrscheinlich fertig hat.
Und zwar ist es ein Jugendroman, Einer war Kisselbach, was im Zweiten Weltkrieg spielt. Und das hat mich schon sehr lange interessiert. Es wurde mir, also ich sammle ja auch alte Bücher auf. Es gibt ja auch so Bücherregale, wo Leute ihre alten Bücher reinstellen. Und dann nehme ich mir immer gerne welche mit und gebe ihnen quasi ein neues Zuhause. Wie auch immer, jetzt nach all dem Gelaber ist es 17:37 Uhr und diese 24-Stunden-Lese-Challenge beginnt jetzt. Ich werde in der Zeit, in diesen 24 Stunden, nichts am Laptop arbeiten. Ich werde auch nicht wirklich am Handy sein. Klar, wenn mir mal jemand auf WhatsApp schreibt, ich bin ja hier doch recht lonely momentan, wenn mein Freund auf Tour ist, dann werde ich vielleicht mal drauf schauen. Und irgendwann gegen Abend werde ich noch was essen. Also gegen Abend, jetzt später Nachmittag, vermutlich wirklich erst so gegen 19, 20 Uhr. Weil wir sehr spät gebruncht haben. Sehr, sehr spät. So gegen zwischen 1 und 2. Ja, ich würde sagen, let's get started. Okay, ich habe es mir jetzt hier richtig fein, schön, gemütlich gemacht beim Bärchenkissen. Ja, auch mit fast 27 kann man noch ein Kuschelkissen haben. Ha! Und ich würde euch gerne einmal hierzu noch hinten den Text vorlesen. Der Titel ist, wie gesagt, Anstiftungen zum guten Leben. Und hier hinten steht drauf: Philosophie trifft Wissenschaft, Wissenswertes und Inspirierendes über Ernährung, Bewegung, Erholung und Kognition. Das Leben, das wir führen, ist das Ergebnis der Entscheidungen, die wir täglich treffen. Welche das sind, hängt von der Vorstellung ab, die wir uns von einem guten Leben machen. Aber was ist das überhaupt, ein gutes Leben? Und was können wir Konkretes dafür tun, um unser Leben Tag für Tag ein bisschen besser zu machen? Dieses Buch ist eine Anstiftung, sich auf diese uralten und doch immer neuen Fragen einzulassen. Es nimmt den Leser auf eine interdisziplinäre Reise mit, die ihn von den Einsichten der antiken Philosophie über die Erkenntnisse der modernen Wissenschaft bis zu den Erfahrungswelten des Hochleistungssports führt. Das ist natürlich voll mein Ding, so Hochleistungssport, ne? Spaß. Was hat Sokrates unter der gesunden Lebensführung verstanden? Was haben unsere Vorstellungen von Erholung und Life Balance mit der antiken Idee der Muße zu tun? Welchen Beitrag leisten die koordinativen Fähigkeiten zur Balance von Körper und Geist? Was verbirgt sich hinter dem guten alten Wort Disziplin? Wie bleibt man in einer Wettbewerbssituation fokussiert? Ist die Digitalisierung ein Segen oder ein Fluch für unsere kognitive Leistungsfähigkeit? Wer sich für Fragen wie diese interessiert, findet in Anstiftungen zum guten Leben eine Fülle von Anregungen, um weiterzudenken und aktiv zu bleiben. So, und wie gesagt, das möchte ich jetzt fertig lesen und dann schon mal, wie viel Uhr es ist und ob es dann schon Futter-Futter-Time ist und wie es mir danach noch so geht, ob ich dann noch Bock habe, so auf gleich weiterzulesen oder ob ich dann kurz irgendwie mal eben eine Runde um Block laufe oder so, mal sehen. Aber ja, wir legen jetzt erstmal los. Feedback nach den ersten, ja nicht, Moment, wann habe ich angefangen? 16.30 Uhr, oder? Ja, nach nicht ganz 1,5 Stunden geben, weil ich habe mir am Anfang unglaublich schwer getan. Mir hat es wirklich während dem Lesen, auf einmal bin ich fast eingeschlafen und das nicht, weil das uninteressant ist. Es ist unglaublich interessant, dieses Buch, aber irgendwie ist mein Körper war irgendwie so auf: Oh, es ist ruhig, ruhige Atmung, Entspannung, es ist alles gemütlich. Dass ich das Gefühl hatte, mein Körper ist einfach nur gerade so super, cool, gute Nacht.
Hallo meine Lieben, ich komme gut voran. Ich sehe ziemlich zerrupft aus und ich wollte eigentlich nur kurz einen Satz euch mitteilen, der mich gerade richtig gecatcht hat. Der Satz lautet, denn wer sich verbiegt, der verändert sich nicht, der leidet nur. So true. Das ist gerade richtig inspirierend. Richtig inspirierend, meine ich ernst. Ich weiß, ich spreche von diesen sarkastisch, aber ich meine das wirklich so. Und jetzt lese ich weiter. Ich habe übrigens zwischendrin mal kurz telefoniert, dadurch etwas Zeit verloren bezüglich des Lesens. Es ist jetzt fast 20 Uhr. Mal sehen, wie lange ich jetzt noch brauche für diese restlichen Seiten. Bin gespannt. Also erstmal sorry, dass ich jetzt so orange bin, aber ich habe halt die Lampe jetzt an, weil es ist dunkel draußen. Ich bin fertig mit diesem Schinken hier. Und das ist jetzt 9:15. Ich habe vor allem deswegen, glaube ich, so lange gebraucht, weil ich zwischendurch mich bewegen musste. Ich musste mich einfach unbedingt bewegen, weil ich habe dann irgendwann wirklich alle 5 Sätze mich irgendwie anders hingesetzt. So mal saß ich irgendwie so da, dann habe ich wieder angelehnt. Dann habe ich überlegt, ob ich mich auf den Bauch lege. Keine Ahnung. Also ich war irgendwann echt so wipp. Und dann hat sich auch kurzzeitig, wurde es einfach, ging es dann um Neuronen und alles. Und also es war einfach dann so in dem Moment sehr anspruchsvoll und ich war dann so ein bisschen überfordert. Dann musste die Sätze ab und zu doppelt lesen und dann bin ich irgendwann mal aufgestanden durch die Wohnung, bin auf der Stelle so gelaufen und habe Hampelmänner gemacht, weil ich meine, ich sitze ja jetzt doch quasi fast durchgehend hier seit, wann habe ich angefangen? 16:30 oder? 17:30, 18, 19, 20, 30. Ja. Fast nicht ganz 5 Stunden. Ne? Ist ja schon viel. Schon echt viel. Ja, und ich glaube, dass ich jetzt mit diesem kleinen Buch, also, weil ich bin noch nicht müde. Und dann denke ich mir, dann mache ich doch jetzt vielleicht wirklich das hier. Und ich werde euch einfach mal kurz den Klappentext vorlesen. Der Akku von der Kamera hier blinkt eh. Das heißt, ich werde dann das Ganze anstecken und mich dann wieder melden, wenn ich pennen gehe mit meinem Fortschritt. Aber den Text dazu lese ich euch kurz durch. Wie gesagt, das Buch heißt Einer war Kisselbach, ein Jugendroman von Dietrich Seifert. Ab 13 ist es und spielt eben in den 40er Jahren. Das ist also ein relativ ernster Jugendroman, nehme ich mal an. Also mal schauen. Kisselbach ist einer von denen, der Hitler blind vertrauen, die mit leeren Parolen und Illusionen in den Krieg getrieben wurden, die ins Chaos liefen, bevor sie die Konsequenzen ihres Handelns erkannten. Die Old Shatterhand-Welt seiner Kindheit, die seinem Bild von Deutschland entspricht, bricht erst zusammen, als er von den Amis gefangen genommen wird. Aufgenommen in die Auswahlliste zum Deutschen Jugendbuchpreis. Mich würde mal gerade kurz interessieren, wann dieses Buch grundsätzlich zum ersten Mal erschienen ist. Und ich hoffe, dass es der Akku noch durchhält, bis ich das finde. Aha, 1980, wenn ich das... Also das Buch hier ist von 1994, die Auflage. Dietrich Seifert, 1924, geboren 1924, kam 1936 auf die Nationalpolitische Erziehungsanstalt in Naumburg. War während des Krieges bei der Marine, später wurde er Lehrer. 1959 unterrichtet er an der Heimsonderschule der Anstalten Hefvater in Schwalmstadt. Gut, der wird jetzt nicht mehr leben, der Gute. Aber das Buch ist anscheinend 1980 erschienen zum ersten Mal. Na gut, ich werde das jetzt noch anfangen. So, ihr Lieben, es ist jetzt 22 Uhr und ich bin einfach echt müde. Ich habe es ja, glaube ich, beim Intro gesagt, dass wir gestern ziemlich lange weg waren. Ich bin sowas nicht mehr gewöhnt, ja? Ich bin es nicht mehr gewöhnt, dass ich nach spätestens Mitternacht erst schlafen gehe. Geschweige denn bis 3 Uhr irgendwie außer Haus bin. Ich bin eine Granny und Pandemie zusätzlich. Ist einfach so. Deswegen bin ich einfach echt müde. Das ist schon jetzt nicht easygoing zu lesen. Ich habe jetzt auch nur 20 Seiten geschafft. Also habe jetzt nicht super lange gelesen, aber ja, es ist halt auch einfach wirklich, also schon arg, diese Begeisterung von dem Hauptprotagonisten, von dem Jungen da, für dieses ganze, läuft mir gleich kalten Rücken runter, für dieses Regime,
das zu lesen und so. Dann habe ich mir auf jeden Fall das Leichteste ausgesucht, um es zu lesen, ne? Ganz toll. Hallöchen und guten Morgen, meine Lieben. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen sehen, trotz der Streifen. Ich bin gerade aufgestanden. Meine Stimme ist irgendwie heute so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ich weiß nicht ganz, warum. Wie habe ich geschlafen? Ich habe irgendwie total scheiße geschlafen. Ich bin auch jetzt, also für mich sehr untypisch, erst um 8:15, auch an einem Sonntag für mich untypisch, aufgestanden. Weil ich so super unruhig geschlafen habe und ich weiß nicht, ob das vielleicht einfach war, weil ich einfach, es war ja doch viel Input, wenn man mehrere Stunden am Stück sich da beballert mit Informationen. Ich habe auch gestern noch weitergelesen in dem Buch, weil ich irgendwie nicht aufhören konnte zu lesen. Und zwar, ich war auf Seite 20, als ich das Video beendet habe. Gut, ich habe noch 10 Seiten gelesen, das ist nicht so arg. Aber es ist schon auch, also ich habe ja gestern schon gesagt, das ist der nicht gerade das die leichteste Kost, sage ich jetzt mal. Naja, aber es ist ein super interessantes Buch und ja, ich konnte es halt nicht weglegen. Aber ich werde das jetzt lesen und was essen. Moment. Also bitte nicht hier die Kartons beachten. Und ja, der Tisch ist noch nicht abgeräumt von gestern. Aber da liegt mein Kornspitz, den ich jetzt gleich noch esse. Genau. Und ich habe mich jetzt auch weg vom Bett bewegt, obwohl es sehr gemütlich ist, im Bett zu lesen. Aber ich kann gerade nicht mehr in diesem Bett liegen oder auf dieser Matratze. Das ist noch kein Bett. deswegen sitze ich jetzt in dem Sessel hier, der eigentlich im Schlafzimmer steht. Aber ich hatte ja Besuch die letzten Tage und damit wir hier alle zusammen frühstücken können, habe ich einfach 3 unterschiedliche Sitzgelegenheiten hier an den Tisch geschoben. Ja, und bin noch gar nicht richtig wach. Wir haben jetzt eine Saftschorle gönnen und eben was zu essen und wieder lesen. Yay. Ich melde mich mal kurz mit einem Feedback zurück. Meine Konzentration schwindet langsam. Ich habe jetzt ein gutes Drittel, bisschen mehr als ein Drittel von dem Buch gelesen. Es ist ja nicht so dick, das Buch. Es ist jetzt, Moment, fast 11. Oh, also ich lese schon wahrscheinlich wieder eine gute Stunde, knapp 1,5 Stunden, irgendwie sowas. Pi mal Daumen. Aber ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwie mich kurz ein bisschen bewegen. Und dann gehe ich, glaube ich, einfach mal kurz unter die Dusche. Einfach mal kurz so Kopf aus. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, als ob ich jeden Moment einschlafe. Aber wirklich, mein Hirn fährt gerade richtig runter, meine Augen, ich verliere so, oh. Und ich kann nicht gerne. Es ist unglaublich, das Buch ist unglaublich interessant. Aber es ist einfach gerade so, das ganze Sitzen, der ganze Input. Ich glaube, dass ich jetzt, wie viel Uhr ist es denn überhaupt? Okay, es ist 12.17 Uhr, das heißt, ich habe noch 13, 14, 15, 16, 4 Stunden. 4 Stunden, 15 Minuten so ungefähr.
habe, dass ich jetzt kurz meine Haare mal föhne. Die sind etwas angetrocknet jetzt schon. Und vielleicht mache ich dann einfach kurz so ein paar Dehnübungen, so ein bisschen. Das ist, glaube ich, ein guter Plan. Es ist 12:45 Uhr. Ich würde sagen, weiter geht's. Ich bin mit dem Buch fertig. Finally. Und es ist zwar wirklich eine krasse Story und natürlich jetzt nicht wirklich easygoing das Ganze, aber es ist unglaublich spannend, sehr interessant und ich kann es nur empfehlen. Das Buch einer war Kisselbach zu lesen. Ich habe jetzt, es ist 15.44 Uhr, 16.30 Uhr sind die 24 Stunden voll. Und da ich da um 16.30 Uhr auch ungefähr mein Essen kommt, das ich mir bestellt habe, glaube ich, dass ich jetzt wirklich noch ein paar Seiten lesen werde in dem anderen Buch. Ich räume jetzt aber mal kurz in Ruhe hier diesen Tisch ab. Und dann werde ich euch das Buch noch vorstellen. Beziehungsweise... Ich glaube, ich sage einfach die beiden Bücher, die ich beide angefangen habe und entscheide mich dann, welches von beiden ich jetzt noch lesen werde. Also die beiden Bücher, die ich ja angefangen hatte und mit dem hier bin ich weiter, weil ich das halt früher angefangen habe und das ist auch das, was mir weniger gefällt, weshalb ich dazu tendiere, das jetzt zuerst zu lesen. Trotzdem, ich möchte euch die beiden kurz einmal den Klappentext quasi vorlesen. Ich würde sagen, das machen wir erst mit dem hier. Ich werde das, sobald ich es fertig gelesen habe, auch natürlich für meine Kanalmitglieder reviewen. Ich habe ja, ich bringe ja immer mal wieder Hörbuch-, Film- und Buchempfehlungen raus und ja, wenn euch das interessiert. Und zwar, auf den Marmorstufen des Eingangsportals rauchen der junge Page und der Schriftsteller seine erste gemeinsame Zigarette. Der Schriftsteller erzählt von Venedig und von Cleo, seiner großen Liebe. Dann bezieht er sein Zimmer in dem geheimnisvollen Grand Hotel Europa und während er nach und nach die illustren Gäste kennenlernt, fragt er sich, wie er Cleo zurückgewinnen kann. Klingt nicht wirklich irgendwie super krass spannend, aber es ist bisher so schön irgendwie geschrieben, dass ich das total toll finde und ich meine, das ist ein gelobter Roman und was klebt hier vorne für einen Sticker drauf? Ein brillanter Roman von einem herausragenden Stilisten. Well! Und jetzt das hier, was ich mir jetzt also noch ein bisschen reinziehen werde. Ich werde dieses Video trotzdem aber jetzt gleich beenden. Ihr müsst es hier mitbekommen, wie ich dieses Buch weiterlese. Muse, Künstlerin, Geliebte, die Muse von Wien, geschrieben von Caroline Bernhard, geht im Endeffekt über Alma, Maler. Klimt war ihre erste Liebe, für Gustav Mahler wird sie zur Muse. Alma Schindler wächst inmitten der Wiener Bohème auf, ist in den Salons der schillernden Metropole zu Hause, verfolgt den Aufstieg der Sezession, inspiriert und verführt. Und sie ist Künstlerin, ihre Leidenschaft gehört dem Klavierspielen, vor allem der Komposition, bis sie Gustav Mahler trifft und sich Hals über Kopf in ihn verliebt. Gustav erwidert ihre Liebe jedoch zu einem hohen Preis. Für ihn soll sie ihre Kunst aufgeben. Die Geschichte einer der faszinierendsten Frauen im Wien der Jahrhundertwende. Tada! Und wenn das Buch nicht so schlimm geschrieben wäre, wäre es bestimmt interessant, aber ich finde es unglaublich langweilig geschrieben. Egal. Ich bin auf Seite 65 von, was habe ich gesagt? Irgendwas mit 400. Ich glaube, ich ziehe mir jetzt auch ein bisschen rein. Danke, dass ihr mit dabei wart bei diesem Experiment. Wie geht es mir im Moment? Ich bin ermüdet. Merke auf jeden Fall, dass mein Kopf so ein bisschen am Überschwappen ist. Habe aber jetzt einfach trotzdem noch Bock, das zu schreiben, weil ich mich gleichzeitig sehr entspannt fühle. Mich hat es wirklich irgendwie sehr entspannt, einfach nur zu lesen. Und einfach mal alles andere einfach zu ignorieren. Also bis gerade eben ja auch noch den teils gedeckten Tisch. Ich habe einfach alles mal stehen lassen und nur gelesen und einfach meinen Kopf ausgemacht. Und ja, ab und zu habe ich mal aufs Handy geguckt, wenn mir jemand geschrieben hat. Aber das war es auch eigentlich. Sonst kein Film, kein YouTube, keine Arbeit.
einfach nur mal chillen war schon cool und ich kann dieses, ich sage jetzt mal, Selbstexperiment nur weiterempfehlen. Was ich nicht machen würde, wäre wirklich es so zu machen, wie es viele getan haben, nämlich wirklich 24 Stunden durchgehend zu lesen. Das halte ich für extrem ungesund. Ich glaube, das also für den Kopf, das liegt auf der Hand, dass man danach einfach im Arsch ist. Also ich habe jetzt auch dann knapp 12 Stunden gelesen und das reicht auch einfach. Naja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr irgendwie Fragen zu Büchern etc. pp. Habt, ich liebe Bücher, viele Bücher, schreibt es in die Kommentare. Genau, Abos, Likes, Kommentare, do it und bis zum nächsten Mal. Baba.